Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Need for Speed Heat. Ich bin schon mal rübergefahren hier zu Captain Jamaica oder wie die auch immer heißt. Auch wenn das Spiel will, dass wir erstmal zu Anna fahren. Wir machen erstmal den hier. Ah, mal sehen. Auf der Flucht. Keine Ahnung, was es ist. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Roschny. Bieg links ab. Schrei mich nicht so an. Fahr ich dir eine Beule in deinen Kotflügel. Zeig ich dir Evo-Power, Baby. Nach rechts. Jawohl. Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen, um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Das war doch ein Kompliment, oder? Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. War meine halbe Weltreise. Wir sind da. Psycho. Bestimmt bei Nacht. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Offroad, scheiße. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Oh ja. Wir haben definitiv das falsche Auto. Aber wieso gibt er mir denn nicht den Dings da, Lukas für uns gemacht hat? Gott, ich glaube, den können wir nicht gewinnen. Bisher sehe ich noch nichts Besonderes. Ja. Dem Auto geht das auch nicht. Ja, komm, es wird nichts. Nee, das wird nichts. Beenden. Wieso konnte ich denn das Auto nicht wechseln? Ein Vorschlag. Ich hab den noch in der Garage nicht gesehen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den hier nehmen kann. Ansonsten müssen wir uns wirklich jetzt die G-Klasse kaufen. Wagen wechseln. Ne, guck, den haben wir nicht. Okay. Also ab zum Händler. Wo ist der denn? Da ist er.
Hoffentlich reicht dann aber unser Geld auch, damit wir den voll tunen können. Der kostet ja nur 111.000. Ist ja nichts. Aber ich glaube, wenn Offroad, nehmen wir eine G-Klasse, oder? Eine G-Klasse ist ein geiles Auto. Da ist er. AMG G63, ja. Wagen verwenden. Ich wollte gerade sagen, wie sieht er denn aus von hinten? So. Schnellreise dorthin. Mal sehen, was da so für coole Designs für gibt. Garage aufsuchen. Ja, sieht bis jetzt aus wie Scheiße. So, erstmal. Neue Karre? Optik. Gefällt mir. Danke, Bro. Karosserie. Scheinwerfer. Oh, Scheiße. Grill. Wenn wollen wir schon, dass da Mercedes bleibt, oder? Oh, hier kann ich mich ja nicht entscheiden. Oh, stopp. Der hier gefällt mir ein bisschen besser. Die nehmen sich nicht viel, oder? Und bald mal den originalen. Motorhaube. Arbeiten wir auch Mercedes. Klar, das oder gut, das machen wir dann, wenn wir Frontcode-Flüge. Ein bisschen breiter, ne? Das war auch original. Gibt es hier keine Seitenschwelle? Nee. Obwohl, das sieht auch geil aus. Mir gefällt das nicht, dass er. Nee, dass er das dann da so rausdrückt. Nein. Wir wollen, dass da Mercedes steht. Oh, Spoiler! So einer, oder? Und so einen klatschen wir uns da drauf. Nummernschild machen wir gleich. Stoßstange gibt's hier hinten gar nicht. Okay. Aber Auspuff. Weiß ich nicht, nehmen wir. Dicke Rohre, oder? Hier sowas. Oder die hier. Ah, wir lassen Standard, komm. So wenig wie möglich. Lackierung und Folie. Community. Mal beliebte hier. In Weiß. Ja, Mann. So ist doch mega. Der Jurassic Park, ich werd bekloppt. Oh, einfach nur matt schwarz sieht auch cool aus. Boom.
Hallo. Ja, A-Team. Komm, Alter, wir nehmen die erste Dings. Also die zweite, die da war. Die sah doch cool aus, die hier. Oder? Und den nehmen wir. Super. So. Tiefer muss er trotzdem. Das brauchen wir nicht. Oh ja. Der braucht nicht so viel. Erinnerung speichern. Karosserie nochmal. Haben wir neue Felgen oder? Felgengröße ist gesperrt, sind die bekloppt? Felgenwechsel. Die sehen auch cool aus. Oh ja. Oh, ich glaube. Ich glaube, ich habe mich direkt verliebt. Hätte das so gesehen und direkt so, boah, die nehme ich. Böse, böse, böse. Wobei, die sahen auch geil aus. Ja. Ich glaube, ich will eher sowas Großes. Jetzt nur noch welche, die mir nicht so gut gefallen. Zumindest im Moment. Ja, die würde ich mir auch gefallen lassen. Sowas glaube ich, oder? Geh mal wieder nach ganz vorne. Oh, war ja. Die hatte ich, oder? Wo ich gesagt habe, ich habe mich verliebt. Nee, dann nehme ich doch lieber andere. Schwarz könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Schwierig. Die haben doch auch was, oder? Welche waren das? 54, nee. 53. Oder sowas? Oh, ich weiß es nicht.
Oh Gott. Ich glaube 53 nehme ich. Komm ich jetzt die. Oh, scheiß drauf. Zack. Irgendwie kommen die aber nicht so gut zur Geltung, die sehen so winzig aus. Ich glaube, wir brauchen doch eine Tiefbettfelge. Sowas vielleicht? Das war ja die, die ich zuerst hatte. Oder die hier. Oh, die gefällt mir bis jetzt ganz gut. 17, merken wir uns mal. Sowas hier ist auch cool. 21. 51 meine ich. Oh, ich nehme die hier, komm, scheiß drauf. Hopp. So. Was haben wir denn da für ein Grün an dem Wagen? Sowas? Kommt doch fast hin, oder? Bisschen zu hell, glaube ich. Sowas, oder? Schwarzes Carbon. Ach, die sind jetzt schwarz. Spektrum. Einfarbig. Das Grün ist vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber hier gibt es so ein Bundeswehrgrün nicht. Das ist doch sowas. Ja, wir behalten den. An allen Felgen anbringen. Die ist ja Silber, die kann so bleiben. Okay, die Reifen interessieren jetzt erstmal nicht. Aber welche Felge war das? Ah. Da geht's schon wieder los. SSR MS1. Felge. Felgenwechsel. Die hier. War das die? Ja, ne? Jawohl. Ja. Welches habe ich denn da genommen, Alter? Mann. Erstmal die Größe. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Felge.
Jawohl, so wollte ich das. Gut, dann haben wir Bremssattel. War den hier, wa? Nein, wir lassen da AMG, Alter. So. Dach. Boah, eigentlich müsste ich sowas drauf klatschen. Aber so ist auch schön. Nimm den. Oder? Ja, komm. So ein bisschen gepanzert aus. Scheiben. Zack. Gibt's da keine Musikanlage? Nö. Soundsystem, da ist es doch. Da ist Heckstoßstange. Ich glaube, da finde ich die letzte am schönsten. Nummernschild. Selbstverständlich Spieler. Kram. Standardrahmen hier, den wir immer nehmen. Hintergrund. Nehmen wir den. Weiß ich nicht, wollen wir noch was ändern hier? Auch fett aus, ne? Komm, nehmen wir, Alter. Scheiß drauf. Und hinten nehmen wir. Ey, so sieht so Cruella de Vil-mäßig aus. Das ist irgendwie hässlich. Wir nehmen den. Spoiler haben wir? Jawohl. Okay, unsere G-Klasse. Ist doch ganz okay. Leistung. Kurbelwelle. Hau rein. Steuergerät, klopp rein. Kühlung, klopp rein. Auspuff, hau drauf. Oh, war ja. Turbolader. Hau rein. Zweimal 1,4. Hau rein. Offroad-Teile. Offroad-Teile sind Offroad-Teile. Ermöglichen höhere Geschwindigkeiten in unwegsamen Geländen. Verlangsam deinen Wagen jedoch auf Asphalt. Offroad. Ja, wir wollen Offroad. Okay, Geld reicht nicht. Dann müssen wir wohl doch erstmal ein paar Nachtrennen fahren.
denn eigentlich ganz chillig. Muss ich gestehen. Gut. Der ist schon komplett off-road fast. Ich hoffe aber, dass wir hier noch ein bisschen mehr Power kriegen. Offroad, da sind nur noch zwei. Weil da ist doch 240 oder so vorgeschrieben. Straßen, Offroad. Brauchen wir nicht mehr, oder? Okay, wir müssen scheinbar noch ein paar bisschen Geld wieder reinholen. Also fahren wir jetzt noch nicht zu dem Offroad-Rennen. Mit der Mitsubishi. Oh, sieht schon schick aus, wie er da hinten steht. Tags raus, fahren dann mal zu Anna. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich den auf Geschwindigkeit kriegen soll, aber auch im Offroad tauglich machen soll. ...240 will die ja hier unten haben, ne? Empfohlen, 240. Bin mir da echt nicht sicher. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal rüber zu Anna. Verstehe nur nicht, warum ich jetzt den von Lukas nicht mehr habe. Folge nochmal beenden. Dann geht's rüber zu Anna. Anna, Entschuldigung. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao.